Euer Votingspiel an diesem wunderschönen Frühlingssonntag ist aus der U19 Landesliga und heißt Zeitz gegen Langendorf. Der FC möchte heute wieder siegen nach der Niederlage am letzten Wochenende. Für die Gäste aus Langendorf ist es heute das erste Spiel in diesem Kalenderjahr. Und der SV hat die erste Möglichkeit. Melle versucht es direkt aus 40 Metern. Da hat nicht viel gefehlt zu einem möglichen Tor des Monats. Die Hausherren hingegen werden über das Umschaltspiel gefährlich. Jans nimmt hier mal Tempo auf, schickt Dao auf die Reise und der bleibt eiskalt. Das 1:0 nach 10 Minuten durch Dui Tan Dao, sein 6. Saisontor. Dao wird mustergültig bedient und lässt dem SV-Keeper keine Chance. Was folgt als Antwort der Langendorfer? Kriebel versucht sich hier mal durchzutanken, bleibt hängen und dann probiert es Post aus der Distanz. Immerhin eine Annäherung. Wieder auf der anderen Seite. Es geht viel über den agilen Dao. Gut durchgesetzt, versucht nochmal querzulegen, doch Grün-Weiß bekommt noch einen Fuß dazwischen. Es ist jetzt ein offener Schlagabtausch. Das ist Post, fährt Slalom mit seinen Gegenspielern und probiert es mit dem Schlenzer. Haarscharf am Ausgleich vorbei. Das 1:0 ist dann auch der Pausenstand. SV-Coach Hofmann bisher nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs. Aber auch Meißner sieht noch Verbesserungsbedarf beim FC. Rein geht es in die zweiten 45 Minuten und die Gastgeber wollen jetzt alles klar machen. Wieder ist es Dao alleine vorm Tor. Doch er setzt das Leder an den Pfosten. Glück für Grün-Weiß. Zeitz gibt aber nicht auf. Superpass von Krug auf Jans, einen Tick zu weit vorgelegt, die Situation aber noch heiß. Das ist Dao, sein Schuss kann jedoch geblockt werden. Es geht jetzt nur noch auf ein Tor. Jans bringt den einfach mal per Bogenlampe Richtung Kasten, Fehler vom SV-Keeper und dann steht Koschik goldrichtig fürs 2:0. Kein einfacher Ball für den Torhüter von Grün-Weiß, schaut hier gegen die Sonne. Aber den muss er übers Tor lenken. Koschek hat den richtigen Riecher und nimmt das Geschenk dankend an. Und die Hausherren haben jetzt Blut geleckt. Es geht über Außen, über Krug, schaut kurz hoch und bringt den Ball punktgenau auf Dao. Das 3:0. Langendorf scheint sich zum Lieblingsgegner von Dao zu entwickeln, traf auch schon beim Sieg im Kreispokal Ende Oktober. Mehr passiert dann auch nicht. Am Ende heißt es 3:0. Bei uns am Mikrofon war nochmal der FC-Trainer Stefan Meißner. Ja, die Mannschaft hat sich in der ersten Halbzeit selber schwer gemacht. Hatte klare Überlegenheit und hat sich dann wirklich selber schwer gemacht, einfach auch mal ein Tor noch zu schießen. Deswegen war es dann in der zweiten Halbzeit auch wichtig, dass sie dann das zweite gemacht haben, dann das dritte noch. Von daher war dann das auch sehr dominant dann übergespielt. Zeitz heute mit einer starken Vorstellung, der SV mit guten Ansätzen, aber dann doch zu ineffektiv. Der FC trifft nächste Woche auf die JSG Farnstedt. Langendorf ist bei Mertendorf zu Gast.